Von St. Petersburg nach Kamtschatka sind es 6400 Kilometer. Vitus Bering, der Däne in russischen Diensten, brauchte 1725 für diese Strecke mehr als 3 Jahre. Er sollte erforschen, ob es eine Landverbindung zwischen Russland und Amerika geben würde. Seiner Route wollen wir folgen. Wir benutzen natürlich nicht den Landweg, sondern fliegen in 2 Etappen über Kanada und Alaska über die Vulkane nach Petropavlovsk. Die Schiffe Vitus Berings, Peter und Paul und die Vulkane sind die Wahrzeichen der Stadt. Uns empfängt die von Vitus Bering 1740 gegründete Stadt mit ihren Plattenbauten wie überall in Russland. Hochhäuser gibt es wegen der Erdbebengefahr hier nicht. Kamtschatka war bis zum Ende der Sowjetunion für Ausländer verboten. Wir können nach peinlich genauen Kontrollen unser Kreuzfahrtschiff besteigen. Früher Morgen sind wir zur Stadtbesichtigung unterwegs. Es gibt ein kleines Heimatmuseum, das sich besonders mit den Itelmenen, den Ureinwohnern, beschäftigt. Die Buden vor den Häusern sind nicht etwa Garagen, sie ersetzen die Keller. Das ist die einzige russisch-orthodoxe Kirche in Petropavlovsk, ein Neubau, ein Zeichen für die wiedergewonnene Religionsfreiheit. Auf dem Markt ist alles zu kaufen. Die Preise sind für uns normal, aber wir wissen nichts über die Kaufkraft der Bevölkerung. Auffallend die vielen Matkas, ihre eigenen Erzeugnisse anbieten. Wir haben unsere Angst überwunden und buchen einen Hubschrauberflug über die Vulkane in der Umgebung von Petropavlovsk. Neben dem Lärm dringt bald ein starker Schwefelgeruch in die Kabine. Es gibt in Kamtschatka 29 aktive Vulkane. Und die Vulkanologen rechnen mit einem Vulkanausbruch, der mit einem Erdbeben der Stärke 9 verbunden sein könnte. Für uns ist es ein unvergesslicher Anblick der Landschaft Kamtschatkas, die durch den Vulkanismus geprägt ist. Zurück in der Avatschinskaja-Bucht. Es zieht Nebel auf. Damit hatte auch Vitus Bering 1728 besonders zu kämpfen. Im Gegensatz zu damals gibt es heute Radar, das uns sicher schippern lässt. Mittags lichtet sich der Nebel. In der Buchta Komenistaja haben wir von Bord Bären gesehen. An Land finden wir aber nur noch ihre Spuren. Trotzdem geht Lektor David Fletcher vorsichtshalber Bärenwache. An der Mündung des Chamtsa-Flusses haben sich Fischer ein Heilbad mit heißem Moor und Schwefelquellen gebaut. Das wäre auch etwas nach dem Geschmack unserer Krankenkassen. Bei Regenwetter landen wir in der Bucht von Osara. Empfangen werden wir am Lagerfeuer von Koryaken, die uns ihre schönen Tänze präsentieren. Hierzu gehören Hochzeitstänze und Tänze zum wichtigen Rentierfest. Dann ist noch Zeit für eine Besichtigung. Im Laden liegt der Abakus auch heute noch neben der Kasse. Wirtschaftliche Grundlage des 1935 gegründeten Dorfes ist der Fischfang. Am Nachmittag landen wir auf der Insel Werk Hotorova. Hier soll es eine Kolonie Walrosse geben. An Land suchen wir sie vergeblich, aber im Wasser können wir eine Gruppe von 5 Tieren entdecken. Es ist herrlich, diese von einer Blubberschicht eingehüllten Tiere mit ihren gewaltigen Hauern
in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Es ist wieder sehr neblig. Wir besuchen in der Natalie-Bucht eine Familie von Rentierzüchtern, die hier zum Fischen lagert. In der Nähe entdecken wir auf einem Schneefeld ihre Herde von mehr als 2500 Rentieren. Die Herde ist in Bewegung, ohne den Platz zu verlassen. Nur ein einziges Jungtier macht sich davon. Es will wohl nicht geschlachtet werden, wie einige Artgenossen. Heute sind wir bei den Tschuktschen in Mini-Pilgino. Sie haben in ihrem Sommerlager große Mengen Lachs gefangen und zum Trocknen aufgehängt. In den Jarangas wird Lachs über dem offenen Feuer geräuchert. Einer der Tschuktschen besitzt ein Kettenfahrzeug und einem Mitreisenden gelingt es, ihn zu einer Probefahrt zu überreden. Auch hier dürfen wir wieder eine Tanzvorführung bewundern. Ihre Tänze zeigen die tiefe Verbundenheit mit der Natur. Der mystische Klang des Gesangs und der Trommeln wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Plor Kof. An Land ein Flugzeugwrack und die Reste einer Walfangfabrik. An unserem Landeplatz haben sich einige betrunkene Fischer eingefunden. Hier erleben wir einmal hautnah ein Problem der nordischen Völker, den Alkoholismus. Wir ankern in der Bucht von Providenia, der östlichsten Stadt Russlands. Providenia hatte einmal 7000 Einwohner. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor die Stadt ihre Bedeutung als Militärbasis. Heute leben hier nur noch 2000 verarmte Bewohner. Da der Quai durch ein Kohleschiff besetzt ist, müssen wir diese Geröllhalde hinaufklettern. Lenin bewacht auch heute noch das völlig marode Kraftwerk. Zu unserem Erstaunen werden wir diesmal von der Polizei gefilmt. Vor den Holzhäusern von 1936 sehen wir Kinder, die trotz der großen Armut liebevoll gekleidet sind. Der Laden hat die lebensnotwendigen Dinge. Alles muss mit Flugzeugen oder Schiffen herbeigeschafft werden. Providenia hat keine Straßenanbindung. Völlig verrostet ist dieses bekannte, naive Gemälde. Hoffentlich funktioniert die Fernheizung im kommenden Winter bei minus 40 Grad. Das Denkmal für Vitus Bering ist leider von Graffitis beschmiert. Zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört die Allee der Walknochen auf der Insel Itigran. Sie besteht aus einer etwa 500 Meter langen Reihe von Walschädelknochen und Walkiefern. Der schwarze Balambuk bedeutet Schiff ankert, und zwar vor Jan Rakinot, einer Tschuktschensiedlung. Die neugierigen Kinder erwarten uns bereits am Ufer und ein Stück Schokolade gibt es natürlich auch. Aber auch die vierbeinigen Jungen bekommen ihre Streicheleinheiten. Weder Wasserversorgung noch Heizung funktionieren in dieser 1956 gegründeten Siedlung. Das sind die traurigen Überreste der Fernheizung. Allein die Kinder machen einen glücklichen Eindruck. Einmalig das Stillleben. Lachs und Teddy hängen nebeneinander zum Trocknen auf der Leine. Bei den Schlittenhunden ist Fütterung angesagt. In wenigen Minuten haben sie eine halbe Robbe verputzt. Von weitem sehen wir die leer liegende Fuchsfarm.
Niemand kauft heutzutage mehr Fuchsfelle. Die Kinder haben einen Mordsspaß bei einer Zodiac-Fahrt mit unserer Zahlenmeisterin. Der Lehrer zeigt uns, wie man sich im langen Winter für die Jagd fit hält. Wenn sie Jagen und Fischen verlernt hätten, würden sie verhungern, zumal sie im letzten Winter die Hälfte ihrer Rentierherde auf einer Eisscholle verloren haben. Zum Abschluss bekommen wir noch eine Demonstration der Stärke der Schlittenhunde. Sie ziehen die Schlitten über Sand und Gras, als wäre es Schnee. In der Nähe von Kap Deschnew wollen wir ein Sommerlager der Tschuktschen von Uelen besuchen, aber sie sind noch nicht da. Was wir sehen, ist eine verfallene Radarstation der russischen Grenztruppen. Was sie hinterlassen haben, ist unglaublich. Hunderte, Jahrtausende von leeren und halbleeren Dieselfässern lagern hier und niemand kümmert sich darum. Mittags sind wir am Leuchtturm von Kap Deschnew, dem östlichsten Punkt Asiens. Außerdem gibt es die Reste einer Inuit-Siedlung und Ruinen einer Grenzstation. Wir vertreten uns die Füße am Strand und kommen zu einer Vogelkolonie. Hier gibt es Hornlunde aus der Familie der Papageitaucher, die man auch die Clowns unter den Seevögeln nennt. Wir besuchen den russischen Archäologen Professor Bronstein aus Moskau, der hier mit 5 Mitarbeitern Grabungen in der mehrere tausend Jahre alten Siedlung Ekfen durchführt. Die dritte Anlandung an diesem Tag bringt uns nach Uelen, der östlichsten Ansiedlung Russlands. Der Ort hat 800 Einwohner. Er ist als Zentrum der Elfenbeinschnitzerei bekannt. Jäger laden Teile von Walrossen aus. Uns tun die schwergewichtigen Tiere leid. Aber die Bevölkerung braucht das gleich zum Essen. Wir gehen durch den ärmlich anmutenden Ort zum Elfenbeinmuseum. Hier sind fantastische Kunstwerke aus Elfenbein ausgestellt. Nachdem ich der Aufforderung "One Dollar Please" nachgekommen bin, darf ich einen Elfenbeinschnitzer in der angeschlossenen Werkstatt bei der Arbeit filmen. Den Zustand dieses Ortes an der Grenze zur Arktis zeigt schon die Dorfstraße. Die Schlaglöcher sind so groß, dass ein Kleinwagen darin verschwinden würde. Dass sich die Bewohner noch nicht ganz aufgegeben haben, sieht man an den Tomatenpflanzen im Wohnzimmer. In der Nacht ist die Bremen über den nördlichen Polarkreis hinausgefahren. Wir machen eine Stippvisite im Treibeis. Kein Problem für ein Schiff mit der höchsten Eisklasse. In der Beringstraße überqueren wir die Datumsgrenze. Ein schwer fassbarer Zustand. An Steuerbord ist Freitag, an Backbord ist Donnerstag. Steuerbord liegt die russische Insel Big Diomed, die nur vom Militär betreten werden darf. Sie wurde 1728 von Vitus Bering entdeckt. Nur 3 Kilometer an Backbord liegt die amerikanische Insel Little Diomed mit einer Inuit-Siedlung. Hier kehrte Vitus Bering am 17. August 1728 ohne Ergebnis um. Er hatte nicht feststellen können, ob es eine Landverbindung nach Amerika gibt. Ohne Nebel
hätte er das amerikanische Festland sehen können. Vor Hall Island taucht plötzlich eine Gruppe der sehr seltenen Stellerschen Seelöwen auf. Die amerikanischen Inseln Hall Island und St. Matthews besuchen wir wegen der Vogelwelt. Besonders Dickschnabelummen und drei Zehenmöwen sind hier zu Hause. Die beiden Inseln stehen seit 1907 unter Naturschutz. Außer in Kriegszeiten waren sie nie bewohnt. Vor St. Matthew liegt das Wrack des 1989 bei Sturm auf die Felsen geworfenen griechischen Kühlschiffs Nektarine. Beeindruckend ist, welche gewaltigen Kräfte gewirkt haben, um das Schiff so auseinanderzureißen. Wir sind wieder in russischen Gewässern. Das Südkap der Insel Medny, der kleineren der Kommandeursinseln, ist die Heimat einer der größten Pelzrobbenkolonien des Nordens. Noch besser als vom Zodiac lassen sich die Robben an der Leeseite des Schiffs im glasklaren Wasser beobachten. Ein toller Anblick, wenn sie aus der Tiefe emportauchen und stromlinienförmig davonschießen. Noch lange folgen sie uns, nachdem wir das Kap verlassen haben. Wir ankern vor Nikolskoje auf der Beringinsel, der Insel, der Vitus Bering seinen Namen gab. 800 Einwohner hat der einzige Ort auf den Kommandeursinseln, davon 300 Aleuten, deren Vorfahren im 19. Jahrhundert als Pelztierjäger hierhin verschleppt wurden. Im Museum sehen wir viele Exponate, die an Vitus Bering erinnern, auch ein Bild von Georg Wilhelm Steller, dem Biologen seiner zweiten Kamtschatka-Expedition. Das wertvollste Objekt ist das Skelett der 4 Tonnen schweren Stellerchen Seekuh, die bereits Ende des 18. Jahrhunderts ausgerottet war. Im Kulturpalast bietet uns der aleutische Teil der Bevölkerung eine beeindruckende Show ihrer Lieder und Volkstänze. Es ist eine tolle Darbietung, wie wir sie hier niemals erwartet hätten. Zum Abschluss besuchen wir noch das schöne Denkmal für Vitus Bering. Eine letzte Anlandung bleibt. Der Besuch an Vitus Berings Grab, der hier bei seiner zweiten Kamtschatka-Reise 1741 an Skorbut und Erschöpfung starb. Wir haben uns hier heute an diesem sehr denkwürdigen Platz eingefunden, um Vitus Bering eine Ehrung zu geben, einem großen Entdecker, der zwei Kamtschatka-Reisen gemacht hat, ebenfalls nach alter Tradition, dem hier zur Ruhe liegenden, den ersten Schluck. Nicht zu viel. Heute gibt es ein bisschen mehr. Der Kapitän bringt uns zum Schiff zurück. Eine interessante Reise zu vielen Naturwundern und zu einer von Moskau vergessenen Bevölkerung geht zu Ende.